In einem halben Tag segelten wir von Guadeloupe nach English Harbour auf Antigua. English Harbour ist ein Freilichtmuseum. Als Segler genießt man das Privileg, kostenlosen Zutritt zu allen Attraktionen zu haben. Die Gebäude aus Nelsons Zeiten sind liebevoll restauriert und strahlen ein eigenes Flair aus. Alle anderen Gäste müssen hingegen Eintritt zahlen. Ich holte meine Tochter Iris vom Flughafen ab und nun ging es zu dritt im Uhrzeigersinn rund um Antigua. Antigua rühmt sich dafür, für jeden Tag des Jahres einen eigenen Sandstrand zu besitzen, also 365 Sandstrände, die rund um die Insel verteilt sind. Überall an der Küste sieht man Hotels und Ferienresorts. Uns drei zieht es aber in den einsameren Osten der Insel. An einem windschwachen Tag motoren wir die Nordküste entlang nach Osten. Für die nächsten 3 Wochen tauchen wir ein in eine Welt voller Korallenriffe, kleinen Inseln, Sandbänken und unberührten Sandstränden. Great Bird Island ist unser erstes Ziel. Durch eine verwinkelte Riffpassage schlängeln wir uns an den Ankerplatz an der Nordseite der Insel. Great Bird Island ist auch ein Naturreservat ohne ständige Besiedlung. Nur einige Tagesgäste kommen mit den Ausflugsbooten manchmal vorbei. Rund um die Insel gibt es zahlreiche Riffe, in denen wir Korallen, Mantas, aber auch viele andere Tiere sehen können. Wir erkunden die Tier- und Pflanzenwelt von Great Bird Island auf den angelegten Wegen, die rund um die Insel führen. Der Trockenwald ist wie überall in der Karibik von zahlreichen Agaven, Kakteen und Orchideen durchsetzt. Ein Kolibri. Diese nur wenige Fußballfelder große Insel beherbergt insgesamt 8 Reptilienarten, von denen wir 5 auf Film bannen können. Anolis wotzi, ein bodenbewohnender kleiner Leguan. Anolis lice, ein nahe verwandter baumbewohnender Leguan. Sabina entdeckt im verrosteten Grill einen afrikanischen Hausgecko. Ameifer Chris Woldi, ein circa einen halben Meter lang werdender Teju.
als Sophis Antigue, eine ungiftige Schlange, die in den 80er Jahren auf Great Bird Island wieder entdeckt wurde und vorher bereits als ausgestorben galt. Mit dem Dinghy erkunden wir die umliegenden kleinen Inseln. Hier gibt es zahlreiche Muscheln und Schneckenhäuser zu finden. Sorgfältig werden die Funde eingepackt. Abends können wir die Pelikane bei der Jagd auf Fische rund um unser Boot beobachten. Von der Nordküste von Guana Island segeln wir wieder zurück nach Great Bird Island durch die zahlreichen vorgelagerten Riffe. Augapfel-Navigation ist angesagt. Iris gibt uns die Richtung vor, Sabina steht am Bug und passt auf, dass wir auf kein Riff auflaufen. Bei den seichtesten Stellen haben wir weniger als 1 Meter Wasser unter unserem Kiel. Doch meistens beträgt die Wassertiefe 2 bis 4 Meter. Gut kann man die einzelnen Korallenköpfe an der dunkelbraunen Färbung erkennen. Wir haben unseren Lieblingsankerplatz auf Antigua nördlich von Great Bird Island wieder erreicht und verbringen noch ein paar unbeschwerte Tage, bevor Iris nach Hause fliegt. Noch eine letzte Nacht ankern wir vor Great Bird Island. Am nächsten Morgen schlängeln wir uns durch die Riffe auf den offenen Atlantik und nehmen Kurs auf Barbuda. Nach einem halben Tag erreichen wir die flache Nachbarinsel von Antigua.
Barbuda ist nur sehr dünn besiedelt. Die meisten Bewohner finden sich in der Hauptstadt Codrington mit nicht einmal 1500 Einwohnern. Die ganze Westseite entlang zieht sich ein einziger langer Sandstrand, der fast 20 Kilometer lang ist. Die ganze Insel ist von einem undurchdringlichen Dickicht bewachsen. Nur entlang der Feuerschneisen kann man ins Inselinnere vordringen. Im Inneren der Insel gibt es zahlreiche Lagunen. An einer dieser Lagunen gibt es die größte Fregattvogelkolonie der westlichen Hemisphäre. Elegant segeln diese räuberischen Meeresvögel im Passat über unseren Köpfen. Auch an der Nordseite von Barbuda gibt es viele Kilometer unberührte Sandstrände. Hier schimmert der Sand fast rosa von den zahlreichen zerriebenen Muschelschalen. Ein Tourguide fährt mit uns an die Ostseite der Insel, wo die höchste Erhebung mit ca. 40 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Durch eine Höhle geht es wieder hinunter zum Auto. Wir verbringen noch einige Tage an diesen unberührten Sandstränden.